Im Kino treffen wir sie immer wieder. Künstliche Soldaten, die Krieg machen. Also mit anderen Worten bis an die Zähne bewaffnete Roboter. Doch plötzlich registrieren wir erschrocken, die Digitalisierung hat auch beim Militär längst schon begonnen. Und das beschäftigt heute auch die UN-Abrüstungskonferenz in Genf. Killerroboter auf dem Schlachtfeld. Muss der Mensch handeln? Und was, wenn so eine Kriegsmaschine auch mal durchdreht? Killerdrohnen im Mini-Format. Noch ist es Fiktion. Im Film machen sie Jagd auf politisch aktive Studenten. Töten sie. Smarte, intelligente Waffen. Ihre Ziele identifizieren sie eigenständig, etwa über soziale Netzwerke. Ein Film, der vor autonomen Kampfrobotern warnen will. Für die Kampagne Killer Roboter stoppen längst keine Utopie mehr. Die Sorge? Dass wir in naher Zukunft schon damit rechnen können, dass autonome Schwärme zum Beispiel von kleinen Drohnen oder Roboterwaffen eingesetzt werden können. Und stellt man sich vor, dass solche Waffen in die Hände von Terroristen geraten, dann ist das eine Sache, die einfach nicht mehr zu kontrollieren wäre. Und deswegen brauchen wir auch dringend ein Verbot. In Genf diskutieren 125 Staaten, wie mit intelligenter Kriegstechnologie umgegangen werden soll. Maschinen dürften nicht über Leben und Tod von Menschen entscheiden. Es ist in erster Linie die Verantwortung der Menschen, zu entscheiden, ob jemand im Krieg getötet wird oder nicht. Was heute schon möglich ist, zeigt dieses Video der US-Streitkräfte. Ein Schwarm von Minikampfdrohnen kommuniziert untereinander. Noch benötigen sie einen Menschen, der das konkrete Ziel vorgibt. Doch wenn intelligente Waffen ihre Ziele selbst aussuchen und töten, wird Krieg führen immer einfacher. Ich sehe ganz eindeutig das Risiko auch, dass die Anzahl an Konflikten zunimmt oder Kriege wahrscheinlicher werden, eben wenn es politisch weniger Kosten erzeugt, militärische Gewalt einzusetzen. Roboter können auch das Leben von Soldaten schützen, so werben Hersteller. Dieser Mini-Roboter soll aufklären. Auch ein Grund dafür, warum sich viele Staaten alle Optionen offen halten wollen. Deshalb ist in Genf erstmal ein Verbot vom Tisch. Dafür gibt es keine Mehrheit. Eine Initiative von Deutschland und Frankreich will zumindest einen Verhaltenskodex. Unter anderem soll die Frage der Verantwortung festgeschrieben werden. Das kann nicht die Maschine sein, das kann nicht der Programmierer sein, das kann nicht der Hersteller der Maschine sein, sondern das muss der einsetzende Staat bleiben. Der Mensch soll die Kontrolle über Algorithmen und Software behalten. Angesichts der rasanten technischen Entwicklung bleibt nicht viel Zeit für eine Regelung.